Also wenn ich Gott wäre, nun mal ehrlich, wer glaubt denn bitte, dass der Schöpfer nicht in der Lage wäre, das alles so ein bisschen ordentlicher zurechtzumachen? Jeder Hobby, mehr Cleaneisenbahn-Bastler stellt seine Bäume besser auf. Also wenn ich Gott wäre, erstmal würde die Erde, also mein Paradestück, dieses einzigartige Kunstwerk, natürlich direkt in der Mitte hängen. So viel Eitelkeit muss auch einem Gott erlaubt sein, dass er sein bestes Stück angemessen präsentiert. Jeder Mann versteht, was ich meine. Und dann würde sich dieser ganze unnütze, unstrukturierte Schrott, wenn es ihn überhaupt gäbe, denn wer braucht das schon, aber diese ganzen Dekoballast wie Planeten, Sterne, Meteoriten und so, dann aber ganz sicher um die Erde drehen und klar wäre sie auch wirklich rund. Also richtig rund. Oder Quatsch, nee, sie wären Würfel. Das ist auch viel praktischer. Die Erde hängt also in der Mitte, links der Mond, rechts die Sonne, die Erde ein Würfel. Exakte Kanten und alles gerecht verteilt. Eine Fläche Eis, eine Sand, eine Erde, eine Wasser, eine Wald. Meinetwegen eine für die Tiere. Können sie mitmachen, was sie wollen, theoretisch. Vielleicht packen wir auf die Seiten dann auch gleich die ganzen Bodenschätze, dann müssen wir keine Menschen töten, nur um da ranzukommen. Tiere und Bodenschätze mit einem Abwasch, Ausbeutung in einem Rutsch sozusagen. Die restlichen Seiten werden ausgeknobelt. Kann man ja mal ein bisschen tricksen bei. Was sollen auch die Eskimos in der Wüste? Aber so generell kriegt jede Farbe ihre Seite. So wie bei so einem Zauberwürfel, bevor ihn irgendwelche Multikulti-Spinner durcheinander wirbeln. Eine Seite rot, eine weiß, eine braun, eine gelb. Meinetwegen eine hellbraun für Urlaub. Naja, eine blaue Wasserseite, auch egal, ich habe die Macht, dann gäbe es eben mehr Jungfrauen. Auf jeden Fall aber alles schön gerecht verteilt und das Wetter immer gleich, überall. Was soll der Scheiß? Jahreszeiten, wer braucht denn das? Wer braucht denn Winter, wenn er weiß, das Eis ist da, wo es hingehört? Wenn ich das sehen will, fahre ich dahin. Kalender, Jahre, Tage, Monate, alles exakt, Schaltjahr. Jetzt mal ehrlich, ist doch auch nur auf göttlichen Fusch zurückzuführen. Ja, wären alle Tage gleich lang, aber nein, hat er versaut. Bei mir hätte jedes Jahr 600 Tage, jeder Tag 30 Stunden, 15 hell, 15 dunkel. Dann könnte ich nachts locker 7 Stunden um die Häuser ziehen und hätte trotzdem noch 8 Stunden Schlaf. Und wie viele Menschen sind wir jetzt? 6 Milliarden, auch das wäre geregelt. Jede Seite maximal 2 Milliarden, 2 Milliarden mehr, Jungfrauen. Ich als Gott den ganzen Tag am Strand. Ich würde meine Macht nicht missbrauchen müssen. So, um mal zu zeigen, wer ich bin, was ich kann. Jeder unterschreibt einen Vertrag. Wer sich nicht dran hält, fliegt raus. Aufgrund mangelnder Alternativen würde sich so mancher doch zusammenreißen. Naja, und diese ganze Glaubenskacke, ja. Wenn es eine Erde gibt, bitte, wieso denn dann soll die denn dann von mehreren Göttern erschaffen worden sein? Eine Erde, ein Plan, ein Gott. Was sollen die sich denn um die Kugel kloppen? Wenn die so mächtig sind, kann doch sich jeder eine basteln. Und wäre doch ein geiles All, oder so? Gut, die Mitte gehört mir, aber so drumherum, runde, eckige, sichelförmige, sternförmige, kreuzförmige. Alle, die auf meiner Welt nicht klarkommen und mir auf den Keks gehen, kriegen ihr eigenes Exil. Ich habe doch Platz, unendlich viel Platz. Also wenn ich Gott wäre, dann wüsste ich wenigstens, dass es mich gibt. Dankeschön. Ja.